Guten Morgen. 4 Wochen später ungefähr, plus minus ein paar Tage, bin ich jetzt wieder in Burg im Krabbertweg bei der Gesundheitsberatung, bei der Doreen. Denn heute machen wir eine kleine Auswertung von meiner Besprechungs-Reiki-Session. Was ich denn nun von dem, was sie dort bei mir energetisch bearbeitet hat, wirklich in meinem Leben und meinem Arbeiten und meinem Dasein manifestiert hat. So, da habe ich doch tatsächlich gestern vergessen, das Video noch zu Ende zu führen und euch zu berichten. Ja, also es war sehr interessant und im Gespräch mit Doreen habe ich tatsächlich festgestellt, wie viel bei mir passiert ist in der Zeit in Richtung Selbstvertrauen, in Richtung Freude am Musizieren. Das sind meistens so ganz kleine Schritte, ganz kleine Teile, immer wieder in bestimmten Situationen, die kann man manchmal gar nicht sofort als zugehörig zu dieser energetischen Arbeit erkennen, aber es hat was mit mir gemacht. Ich danke der Doreen auf jeden Fall für ihre Energie, für das, was sie bei mir eingeschoben hat. Und natürlich passieren solche Sachen nie, wenn man nicht selbst auch dran arbeitet, wenn man nicht selbst den Wunsch hat, weiterzukommen, über seine Blockaden hinauszugehen. Also es ist immer, man muss es selber wollen, man muss es angehen, man muss es tun und einfach machen. Und für mich war nur einfach dieses Aufbauen des Selbstvertrauens eine ganz, ganz tolle Basis, um an mein Sehnsuchtsthema einfach machen ranzugehen. Ja, das ist spürbar. Mit dem Selbstvertrauen, was von innen kommt, geht es irgendwie alles viel leichter, viel schneller, weil ich einfach mache und nicht mehr so viel grüble, sondern einfach meine Ziele verfolge. Und das spüre ich gerade auch in der Arbeit an meinem Album, die jetzt gerade begonnen hat, aber davon könnt ihr dann im anderen Blogbeitrag lesen. Das ist jetzt einfach zu viel. Also, ein kurzes Fazit, ganz tolle Arbeit von Doreen an mir und ich muss auch sagen, ich bin ein klein bisschen stolz auf das, was ich in mir angeschoben habe. Und darüber freue ich mich total. Also, wenn ihr irgendwelche Blockaden oder Probleme habt, dann probiert es einfach aus. Sucht euch eine Hilfe, die euch liegt. Ob das jetzt eine Gesundheitsberatung in Form von Reiki oder Besprechen ist oder ob das Bücher sind oder ein Workshop bei irgendjemandem, der euch auf eurem Weg behilflich sein kann, macht es einfach. Einfach machen, das ist das Wichtigste, damit man über diese Programme, über diese Blockaden hinauskommt und neue Wege gehen kann. Das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe, im Groben, was ich euch weitergeben möchte. Und die Details von dem Ganzen, die behalte ich für mich.